Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Mr. You Help. Heute will ich mal eine allgemeine Anfrage beantworten, und zwar wurde ich gefragt, wie sieht denn ein Banner aus oder beziehungsweise was gibt es für Möglichkeiten, einen Banner zu machen und was gehört alles zu einem Banner dazu? Die Frage habe ich bekommen und ja, das will ich euch mal heute erklären an einem Beispiel. Und ja, solltet ihr natürlich oder braucht ihr nicht genauso zu befolgen, sondern könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Also ich werde euch nur die Grundstruktur erklären. Die einzelnen Teile könnt ihr dann selber gestalten. Ja, und zwar haben wir hier unten, habe ich schon mal eingetragen, drei Ebenen. Einmal Hintergrund, einmal ein Objekt und einmal einen Text. Ja, und jetzt erstmal zu den Grundfunktionen, warum man überhaupt einen Banner macht. Also oft ist es so, dass man einen Banner so als Signatur, zum Beispiel in einem Forum hat oder so, dass man da das dann also ein kleines Bildchen hat, das dann unter seinem Beitrag steht und ja, ist halt dann ein Erkennungszeichen von einem selber. Außerdem gibt es so Banner natürlich auf Webseiten. Wenn man sozusagen direkt auf einer Website oben in der ersten Zeile zum Beispiel einen Blickfänger machen möchte, also da, wo die Leute direkt hingucken, da kann man da auch oft, wird da auch oft ein Banner hingesetzt, kann man auch sehr schön machen. Und ja, wie gesagt, auf Webseiten und Foren ist halt der größte Einsatzort, würde ich sagen, und generell halt einfach so, um irgendwie eine Webseite irgendwie zu bewerben vielleicht auch. Es gibt auch so oft so Werbebanner, also Sachen, und da fallen natürlich immer so ein paar Eigenschaften drunter, was dieser Banner erfüllen muss. Zum einen muss er zum Thema passen, das man halt gerade haben möchte, das dafür sorgen der Hintergrund ist und das Objekt. Das Objekt ist allerdings nur so Zusatz, muss nicht sein. Also Hintergrund und Objekt für das Thema und Text auf jeden Fall, um halt den Inhalt auszusagen. Das heißt, zum Beispiel den Link zur Website oder den Namen von demjenigen User, also den Link zur Website wäre in dem Fall zum Beispiel bei einem Werbebanner oder halt der Name des Users in einem Forum zum Beispiel. Das sind so die grundsätzlichen Eigenschaften, was halt ein Banner haben muss. Und ja, dann fangen wir direkt mal an, was es da so für Möglichkeiten gibt. Zum einen, was ich ganz gerne mache, ist einfach, man stellt hier unten Farben ein, die man will, zum Beispiel schwarz und rot und schwarz zum Beispiel. Und dann geht man einfach auf Filter, Renderfilter und Wolken. Moment, falsche Ebene hier. So, und hat man einfach hier so einen kleinen Hintergrund. Dann kann man das noch mit Steuerung F den Filter ein paar Mal wiederholen, solange bis einem das gefällt. So ist eigentlich ganz schön. Und ja, da kann man dann verschiedene Sachen mitmachen. Also zum Beispiel kann man jetzt hier auf Filter gehen, Weichzeichnungsfilter, und dann hier auf radialer Weichzeichner. Dann hier einfach die Stärke ein bisschen hochsetzen. Strahlenförmig gehen oder mit hier auch auf kreisförmig, ist eigentlich egal. Dann hier auf Qualität sehr gut. Und dann sieht man es schon ein bisschen verschwommener zum Beispiel. Und ja, was gibt es da alles? Es gibt jede Menge. Stilisierungsfilter, Konturen finden und dann hier mit Steuerung I die Farben umkehren zum Beispiel und all so Sachen, da kann man ja ganz schöne Sachen machen. Wenn man jetzt hier noch ein bisschen die Sättigung hochstellt und das ein bisschen einfärbt, dann gibt es da schon teilweise richtig coole Sachen, die man da machen kann. Und ja, das ist erstmal so zum Hintergrund generell. Kann man ganz schöne Sachen machen, könnt ihr ja auch so benutzen, wie ihr wollt. Dann hier ein Objekt, kann man echt alles Mögliche nehmen. Ich suche jetzt einfach mal was raus. Zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal diese Pflanze hier, die habe ich mal vor langer Zeit runtergeladen. Dann machen wir erstmal das Wasserzeichen raus. Das ist so ein kleiner Render jetzt. Das eignet sich immer ganz gut dazu. So, und dann markieren wir das Teilchen. Und verschieben das Ganze mal. Kann man jetzt, also sollte man jetzt natürlich noch kleiner machen. Da muss man halt immer gucken, dass das auch alles immer schön zusammenpasst. Also zum Beispiel hier würde ich jetzt irgendwie eine Signatur für ein Fantasy-Board vielleicht anbieten. Oder auch für ein Pflanzenschutzmittel oder irgend sowas, keine Ahnung. Also ein Werbebanner auf jeden Fall, jetzt klappt damit auch. Also generell kann man diese Grundstruktur auf alle möglichen
Sachen anwenden. Und ja, was jetzt noch fehlt, ist natürlich dann in dem Fall eine Textebene. Diese Textebene habe ich ja hier schon erstellt und dann können wir die einfach bearbeiten. Beziehungsweise wenn wir nichts reingeschrieben haben, so wie jetzt, dann finden wir die nie wieder und deswegen erstelle ich gerade meine neue. Sehr gut. Ja, und dann können wir jetzt hier reinschreiben, was wir wollen. Zum Beispiel www.bösepflanzen.org oder was weiß ich, irgend sowas halt. Was total sinnvoll ist. Dann machen wir, passen wir natürlich noch an, damit man es auch sieht. Wir wählen vielleicht noch eine andere Schriftart aus, die vielleicht auch ein bisschen dazu passt, wenn man sowas hat. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal die hier. Farbe vielleicht noch ein bisschen anpassen, ein bisschen grüner vielleicht. So. Und so kann man ganz einfach mit einer kleinen Grundstruktur ein Banner erstellen oder, ja, eigentlich es geht ja um Banner zu erstellen und da kann man halt wirklich alles machen, was man will. Also, ich habe euch halt jetzt direkt auch keine Form vorgegeben und eigentlich auch gar nichts. Ihr müsst einfach nur diese Grundstruktur einhalten, könnt die halt so verändern, wie ihr wollt und dann kommt ihr auf jeden Fall auf ein gutes Ergebnis, wenn es halt alles zusammenpasst. Das nur so nebenbei. Kleiner Tipp, so ein bisschen die Struktur eines Banners vorgegeben. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, vor allem dem, der gefragt hat. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.